Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Das größte Kickbox-Event dieses Jahr, Collision 2, endet erneut enttäuschend, wie schon der erste Kampf. Es scheint wirklich, als wenn dieses Matchup verflucht sei. Anders kann man sich das mittlerweile gar nicht mehr erklären. Die Rede ist hier natürlich von Badre Hari gegen Rico Verhoeven, der am heiß ersehnteste Kickbox-Kampf dieses Jahr im Schwergewicht. Der erste Kampf dieser beiden endete ja schon frühzeitig, da verletzte Badre Hari sich am Arm und musste den Kampf frühzeitig beenden, obwohl er sehr gut im Kampf war und auch sogar vorn lag. Jetzt im Rückkampf, 3 Jahre später, lag Badre Hari erneut nach Punkten vorn. Verhoeven begann ungewohnt aggressiv und diesen Fehler bestrafte der abgebrühte Marokkaner Badre Hari natürlich prompt mit einem rechten Haken, der dann Verhoeven gleich in der ersten Runde zu Boden schickte. Badre dominierte auch weiterhin weitestgehend die erste Runde und einen besseren Start hätte er sich in diesem Kampf gar nicht wünschen können. In der zweiten Runde kam Verhoeven dann wieder viel besser in den Kampf. Er war in der Lage, harte Hände und harte Kicks bei Hari anzubringen, aber Badre ließ sie davon nicht einschüchtern und blieb auch weiterhin brandgefährlich. Dann, gleich zu Beginn der dritten Runde, landete Hari dann einen Highkick zum Kopf von Verhoeven, der dann erneut zu Boden ging. Er konnte zwar wieder aufstehen, aber an diesem Punkt sah es so aus, als wenn Verhoeven immer noch angeklingelt sei. Hari wollte dann mit einem Spinning Backkick direkt nachsetzen, dieser prallte an Rico ab und beim Fall verletzte Badre Hari sich am Fuß oder am Sprunggelenk. Daraufhin blieb er am Boden liegen und so wurde er auch ausgezählt. Der Kampf war damit vorbei. Ein wirklich trauriges Ende, die Enttäuschung bei den Fans muss groß sein und auch Badre muss unheimlich enttäuscht sein. Zweimal war er echt gut im Kampf und zweimal verletzte er sich so, dass er den Kampf nicht mehr fortsetzen konnte. Es ist unfassbar, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Besonders jetzt in diesem Rückkampf hatte er gleich 2 Niederschläge erzielt. Also selbst wenn Rico sich vollständig von dem Highkick erholt hätte, wäre es für ihn wegen diesen 2 10-zu-8 Runden enorm bremsig nach Punkten geworden. An diesem Punkt muss meiner Meinung nach natürlich ein dritter Kampf her. Das Problem an der Sache ist, dass Badre sich natürlich auch erstmal regenerieren muss und seine Verletzung vollkommen auskurieren muss. Gleichzeitig wird er aber auch nicht mehr jünger. Er ist mittlerweile schon 35 Jahre alt und wie wir sehen, hat er schon enorme Probleme mit seinem Körper. Er hat schon einige Verletzungen hinter sich und dies wird in der Zukunft auch nicht besser. Ihr müsst mal bedenken, dieser Mann ist eine Legende. Er hat 120 Kämpfe bereits auf dem Buckel. Er hat harte Kämpfe mit zahlreichen Legenden wie Peter Arz, Remy Bonjasky, Sammy Shield und hinter sich. Es bleibt abzuwarten, wie lange er jetzt mit seiner Verletzung zu tun haben wird. So ein langer Ausfall wie nach diesem ersten Kampf wird Badre dann für einen potenziellen dritten Kampf überhaupt nicht gut tun. Es bleibt abzuwarten, wie gesagt, wie sich das Ganze entwickelt. Das schlimmste Szenario in diesem Fall wäre, wenn Badre Hari seinen Rücktritt ankündigt. Auszuschließen wäre dies ja nicht. Hoffen wir aber, dass es nicht eintrifft. Was hält ihr von dem Kampf und vor allem von dieser erneuten Verletzung von Badre? Wollt ihr einen dritten Kampf sehen? Und vor allem denkt ihr, wird es zu einem dritten Kampf kommen? Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und damit bis zum nächsten Mal.